Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Udo. Und wir sind zurück bei Big 3. Österreich. Ungarn. Formerly known as Österreich. Probably shortly to be known as Germany. Schwer zu sagen. Könnten wir machen. Wie schon gesagt, wir haben noch immer die Möglichkeit, dort. Was habe ich da jetzt geklickt? Ah. Nur Deutschland gründen. Wir haben 17 Regionen derzeit hinter mir. 19 mehr. Das heißt, Bayern wäre wichtig. Oder eins. Oder einige von den gesplitteten. Mecklenburg zum Beispiel, da fehlt uns noch einer. Hannover, da fehlt uns Burg. Ich glaube, mit denen machen wir gerade Freundschaft. Geht jetzt auch, gell? Yep. Also Hamburg und Mecklenburg zum Beispiel, wir gerade auf unsere Seite zu bringen. Da brauchen wir auch Bayern. Braunschweig ebenfalls. Weil ich weiß, ich glaube, das hier. Ja, wobei Braunschweig wird uns möglicherweise unterstützen. Hessen fehlen uns zwei. Danzig. Ich Danzig dabei mit denen. Bremen. Warum Bremen? Osmanen. Ich jetzt. Hamburg, Bremen und Hamburg. Hohenzollern fehlt uns auch für Württemberg. Ach, wir könnten statt denen machen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier die wir Hamburg-Streditz, den Papst, Braunschweig, Hamburg-Streditz, Braunschweig, Bremen, Oldenburg, Hohenzollern, wer ist das? Hamburg. Verbessern wir die Verbindung zu Mexiko? Ich habe keine Ahnung. Ist schon eine Weile her, dass ich hier herinnen war. So blöd jetzt gerade, weil meine Katze mein Platz. Blöd. Naja, gut. Egal. Egal. Das letzte Mal habe ich von Wagen gespielt. Das. Ja, machen wir einfach weiter. Wir haben noch immer 107 in der Bauordnung. Wir bauen immer große Teile, große Mengen an Fabriken. Wir haben einen relativ großen ein relativ großes Zeit. Vielleicht bauen wir auch wieder zwei Konstruktors. Beziehungsweise vielleicht warten wir noch damit. Ich glaube, es gibt einen letzten Construction Sector Upgrade. Den würde ich dann ganz gerne nehmen. Außerdem wir sind hier gerade wieder im Minus. Warum? Kannst du irgendwelche Sachen machen? Ist America? Was? Oh, die Kommunisten haben einen Teil von Amerika erobert. Den Krieg gewinnt nämlich. Schaut aus zumindest. Sie kämpfen.
auf jeden Fall helfen, Amerika. Was? Es gibt Rookie. Ich frage mich, ob die, wenn die Kommunisten gewinnen, ob die im Frieden mit den Kommunisten. Den Frieden mit den Kommunisten. Auch nicht schlecht. Vielleicht ist so Louisiana entstanden. Auf jeden Fall haben wir 1900 und Afrika ist recht wenig kolonialisiert. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir nichts haben. In meinem letzten Spiel, wo ich versucht habe, eher liberaler zu spielen und weniger die Konservativen, habe ich auch kolonialisiert. Da habe ich kolonialisiert und den inneren Bereich eingenommen. Ja, wie schon gesagt, brauchen wir nicht unbedingt. So, overly enthusiastic Partners of Progressive Club have gone simply campaigning for their own party heresy and sometimes physically attacking opposing parties. Crackdown on Progressive Club. Progressive Club. Intelligentsia, Petit Bourgeoisie und Trade Union. Na, no, Crackdown und dem. Brauchen wir nicht. Kapitalisten und Leute, mit denen wir arbeiten. So, jetzt schauen wir mal nach. Was ist das? Das ist Siri wieder. Erneut. Wie oft haben die eigentlich eine Revolution? Vielleicht sollten wir ihnen mal helfen. Konservativ. Das sind nur die Intelligenz hier, Leute. Und das sind die Rural. Hallo? Können wir das bitte machen? Expand the application of the telephone. Okay. Habe ich das? Do you hear that too? The invention of the telephone has opened the door. Made improvement in our communications. Or in our electricity industry. We should improve our communications. Okay, wir kriegen einen Boost für Radio oder just write the letter. Electricity is for the industry. Das ist gar nicht mal so schlecht. Electricity gibt es eh nicht. So, warte ich. Ach so, wobei, man. Ah doch, ah, plus 6. Mehr Elektrizität. Normalerweise nehme ich immer den Fortschritt. Vor allem, das ist nur temporär, das sind nur 5 Jahre. 1903 haben wir dann wieder genau das gleiche Problem. Nur noch schlimmer. Weil da trifft es uns mit einem Mal. Wir bauen eh Elektrizitätswerke aus, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Ja. Ja, eintreten in den Krieg. Und zwar auf Seiten innen. Das machen wir doch klar. Ihr hier, modernisiert's. Und fahrt bitte an. Ah, okay, gut, da greift mir nicht ein, das ignorieren wir. We will ignore this. Bevor wir da irgendeinen Blödsinn machen. Machen wir. Wir werden sicher nicht eingreifen, wenn. Was? Tschechische Sezession? Wieso ist das so klein? Wieso sehe ich das nicht? Ach Gott, ich weiß so sehr.
Also, wir müssen schon wieder einen Krieg führen, dann da drüben. Wo sind meine ganzen Truppen hin? Ich habe doch gar keine Kriege. Sind die alle nicht dort, wo sie sein sollten? Wieso sind da nur 40 von den 80? Das sind alle. Ah, die in den Reserve holen. Kriegen also einen neuen. Nein, ah, muss Bobby Eis. So, Armed Forces oder Armed Forces? Wir nehmen Armed Forces. Definitiv best drauf. Wir werden dich auch gleich promoten. Tschechen sind diese beiden Gebiete, da nehme ich an. Wisst ihr, solange wir euch keine Rechte gegeben haben, wart ihr alle glücklich und zufrieden. Und jetzt, wo wir euch Rechte gegeben haben, gibt es plötzlich Sezessionen. Das war ein Fehler. Einmal lässt man die Liberalen gewähren und schon passiert sowas. So, Decrease. So, wenn es das ist, dann machen wir es halt so. Halt Violent Suppression. Hat nicht wirklich etwas geändert an dem Ganzen, oder? Nicht, dass ich sehen würde. Okay, was, wenn ich Folgendes mache? Wir bitte diese Liste sehen. Hilft das? Aber ich fürchte, das hilft nichts. Ganzen. Weil die können ja jederzeit wieder neu aufbauen. Schauen wir mal, ob das so wie bei EU4 ist, dass die Rezession nicht weitergeht, solange wir im Krieg sind. Nein, geht weiter. Das interessiert die gar nicht. Okay, bringen wir es so schnell wie möglich. Warte mal, die Progressiven haben 50%
Schein gemacht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wann ist das passiert? Echt? Die Aristokraten sind nur noch bei 8% oder 9%. Unglaublich. Schauen. Der Rudolf der 6, wir haben das Jahr 1897, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da schon älter war. Hat er sich da nicht schon umgebracht gehabt? Ich glaube schon. Vielleicht ein anderer Rudolf. Dieses Bild ist gruselig. Was können wir denn da mit denen machen? Welche Reformen können wir mit denen Reformen machen? Wenn ich das mache, gibt es da Reformmöglichkeiten? Nein, natürlich. Die Aristokraten und die. Traditionalism, Agrarianism. Wir könnten wieder einführen. Das wird jetzt die Österreicher. Oh, Wage Subsidies würden sich ausgehen. Wie das? Nein. Würden nicht gehen. Würden jetzt gehen wahrscheinlich. Poor Laws. Also das haben wir derzeit. Oh, schau, das hat eine bessere Legitimität als... Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Machen wir die und machen wir mehr Industriegesetze, oder? Ist auch nicht schlechter als das, was wir vorher hatten. Probieren wir mal aus, was dann passiert. So, was können wir mit denen machen? Merkantilismus könnte man gegen Free Trade aussehen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Wäre man zwar lieber, aber. Australisten wollen's und die wollen's nicht. Okay, was bringt Free Trade grundsätzlich mal? Wir kriegen mehr Sachen aus Handel.
Aber es gibt keine Zölle mehr. Jetzt haben wir Zölle. Ist natürlich ein Nachteil, weil die ganzen Leute uns die Sachen wegfahren. Koloniale Fairs könnte man nehmen dann. Nein, keine Kolonien. Wir sind Österreich. Und Laissez-faire statt Interventionism. Bringt uns das? Wir können subsidize all buildings. Wollen wir aber eh nicht. Investment Pool von Kapitalisten 25. Da hätten wir plus 50% Investment Pool von Kapitalisten. Und wir können Infrastruktur noch immer subsidize. Ich finde, das ist eine großartige Sache, weil da haben wir einen höheren Investmentpool. Wer ist dafür? Die Industriellen nehme ich mal an. Wer ist dagegen? Unwichtige Leute. Wir machen das. Das wird wohl dauern jetzt. Bis das durch ist. Okay, was ist das? Walachei. Oh, interessant. Hier ist auf walachischer Seite. Das sind die Guten. Hier ist auf der Rebellenseite. Glaube nicht die Kommunisten auf der Rebellenseite. Eine Peasant Revolt. Ja. Quasi die Kommunisten. Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, wie ich das stoppen soll. Normalerweise. Ich meine, ich werde es jetzt stoppen, indem ich sie niederschlage, aber... könnten sogar ein Country dazu bewegen, uns zu helfen. Baden. Süß. Na gut. Du mobilisierst. Du mobilisierst. Ist dann diese Grenze. Gott sei Dank haben wir in Schlesien noch relativ viel Industrie, was wir brauchen. Das bringt unsere gesamte Wirtschaft durcheinander, diese Sezession. Ich hoffe, es ist euch bewusst, Idioten. Okay, du mobilisierst. Okay. Mobilisierst und gehst zur Anhalt. Front. Genau. Dieser Krieg ist schon fast vorbei, oder? Ich nehme mal fast auf.
Ja. Passt. Ihr geht in die andere Front. Wieso nicht? Why not? Wieso haben die 48 drauf? So, wenn sie Conscript einsetzen, passe sehr. Es wird euch niemand helfen, Böhmen. Niemand wird euch helfen. Ah, okay, meine lieben Freunde, wir machen Schluss für heute. Das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss euch.